Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Schaut mal, wonach sieht das aus? Genau, ihr habt es schon erkannt, steht ja auch im Videotitel. Es ist Fanpost von Frank. Mal wieder. Der Frank, das ist immer so einer, der hat ständig kommt da was. Ich bin echt mega begeistert. Frank gehört auch zu den besten Kunden, wenn es darum geht, mir Loot aus Boxen abzunehmen. Wenn ich ein paar Sachen nicht haben will, dann ist er immer der Erste, der sagt, hier, ich nehm's. Sehr schön so. Ja, wieder mal eine Fanpostbox. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß von einer Sache, wo er gesagt hat, ja, mache ich da rein, gar kein Thema. Ne? Aber ansonsten weiß ich nicht, was kommt. Bin wie gesagt, sehr gespannt. Aber als Erstes mal Zeitung. Boah, was ist das für eine Zeitung? Die fasst sich komisch an. Jetzt wäre sie nass geworden. Ist sie vielleicht auch, weiß ich nicht. Ist bei euch auch Überschwemmung? Also bei uns ist keine Überschwemmung, bei uns ist Topwetter. Wir haben hier Sonne und nix Gewitter, nix, alles super toll hier oben im Norden. Kann man sich nicht beschweren, außer dass es ein bisschen zu warm ist, könnte ein bisschen kälter sein. Ne? Aber man hört ja so im Süden und so, da gibt es dann auch schon Überschwemmung und so. Wir haben hier Verpackungsmaterial ganz viel. Ne? Verpackungsmaterial. Dann haben wir das Ding hier. Den heben wir uns mal ein bisschen auf. So, den packe ich mal dahin. Ich vermute nämlich, dass das genau das ist, was ich meine, was es ist. Und hier hat er, genau, ja dann, genau, da. So, Karton im Karton. Sehr schön. Und mal schauen, was er mir da noch wieder reingepackt hat. Der Karton kommt mir bekannt vor. Das ist genau der, den ich ihm neulich geschickt habe, wo die Sachen drin waren. Mal sehen, ob es jetzt dieselben Sachen sind. Das wäre natürlich cool. Was haben wir denn hier? Wir haben Verpackungsmaterial. Und Verpackungsmaterial. Und wow, das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt mal krass. Das ist jetzt mal mega krass, weil das ist extremst krass. Die darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen, weil die ist eigentlich an sich gedacht für eine kleine Review auf dem Kanal. Ich habe neulich in einem Video erwähnt, dass ich verschiedene Borderlands-Figuren bekommen habe, glaube ich zumindest, und dass mir die Tiny Tina noch fehlt, um da vernünftig Reviews zu machen. Und schaut euch das mal an, da hat er die doch tatsächlich besorgt. Ich wette mit dir, da hat er bei der eBay-Auktion mitgemacht, wo ich auch mitgemacht habe, und hat die dann gekauft. Das ist ja echt irre. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also, Borderlands-Figur von Tiny Tina. Ne, gehe ich jetzt gar nicht groß drauf ein. Finde ich super. Herzlichen Dank, da freue ich mich mega drüber. Na, da werdet ihr auf jeden Fall noch ein Video zu sehen. Keine Frage, das ist geplant. So. Saugeil, das ist der Hammer. Alter. Der passt doch immer auf. Der guckt sich die Videos an und wenn ich dann irgendwann mal so unauffällig erwähne, dass irgendwas noch fehlt oder dass irgendwas noch nicht da ist oder dass ich irgendwas cool finde, dann haut der einen raus. Ey, das ist echt immer der Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, oh, vom Gratis-Comic-Tag Sachen. Genau, vom Gratis-Comic-Tag habe ich wieder mal gar nichts mitgekriegt. Ich war in Bensheim, da hatten sie zwei Hefte liegen, aber wir sind nicht dazu gekommen, uns da was mitzunehmen. Na, das heißt, wir haben nicht die schönen Tütchen gekriegt mit den ganzen Sachen in Bensheim und auch nicht ein paar Comics. Ja, und hier habe ich jetzt einen wunderschönen Sticker mit einem Gorilla. Ja. Also hätte ich. Der sieht ein bisschen aus wie ich irgendwie, oder? Oder soll es ein weiblicher Gorilla sein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Könnte auch ein weiblicher Gorilla sein, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, aber so grundlegende Ähnlichkeiten mit mir sind schon da. Ja, Cappy auf, Brille. Na ja, gut, ich weiß es nicht. Der hat Brüste, ich habe auch Brüste, deswegen war es schwer zu sagen. Es ist auch warm wie Hulle hier. Ich schwitze jetzt schon wieder, dabei bin ich erst 3 Sekunden am Aufnehmen. Dazu dann hier noch ein Lesezeichen, ebenfalls, ne, könnt ihr euch mal angucken, hier. Ne, mit der Werbung für den Gratis-Comic-Tag. Und ich glaube, er hat mir da Comics vom Gratis-Comic-Tag reingepackt. Sehr schön, das finde ich geil. Das finde ich geil. Wie gesagt, ich habe nicht ein einziges Heft bekommen. Nix, gar nichts, null. Na, und ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt unbedingt noch sammeln will, sondern ich möchte sie halt einmal lesen und dann im Zweifelsfall weitergeben. Aber es ist halt wirklich so, na, Garfield ist cool. Kenne ich noch von ganz früher. Ich habe diese ganzen alten Garfield-Magazine, die müssten alle noch bei meinem Vater auf dem Dachboden liegen. Na, diese ganzen alten Hefte von Garfield, die werde ich demnächst mal alle abholen. Na, und hier gibt es halt vom Gratis-Comic-Tag so ein Happy Birthday to Me, Garfield 40 Jahre. Einfach mal so ein Gratis-Heft. Finde ich super. Garfield gehört zu meiner Kindheit mit dazu. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal erwähnt, dass ich diese ganzen Fritt-Aufkleber immer hatte und bei mir an der Tür hatte. Früher war eben den Fritt, na, kennt ihr Fritt, wow, ist das ein Chaos. Schon mal gehört vielleicht? Da gab es diese Aufkleber mit drin, die konnte man dann sich überall hinkleben und ich hatte Ordner vollgeklebt damit und meine Kinderzimmertür tatsächlich war auch damit vollgeklebt. Sehr geil, also da freue ich mich auf jeden Fall. Garfield mal wieder zu lesen, ist eine feine Sache. Was haben wir hier? Wir haben hier Billy the Kid von Lucky Luke. Ist das das komplette Ding? Tatsächlich. Krass.
Also ich kenne Lucky Luke normalerweise nur als Album. Zum einen in Hardcover-Variante und zum anderen halt als gebundene Ausgabe. Das hier ist jetzt einfach mal Billy the Kid als Heft. Finde ich faszinierend. Gab es so in der Form, glaube ich, auch noch nicht. Es ist wirklich das komplette Ding. Total super. Finde ich großartig. Also Lucky Luke ist auch was ganz Feines aus meiner Jugendzeit. Ne, wenn ich das hier sehe, dann habe ich sofort wieder den Song von Freddie Quinn im Kopf hier. Einsamer Cowboy oder ne, Bam Bam Lucky Luke. Bam Bam Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Das ist schon zu lange her. Total cool. Geil. Freue ich mich auch richtig drüber. Ne, Billy the Kid ist sowieso eine coole Story. Ich hatte da mal die Fortsetzung zu als Heft. Die Eskorte hieß das. Da musste er Billy the Kid von A nach B bringen. Oh, geil. Das feiere ich jetzt richtig ab. Hörspiele kennt ihr. Ne? Wisst ihr auch, habe ich schon oft genug erwähnt. Bin großer Fan von Hörspielen. Und das hier ist ein Comic vom Gratis-Comic-Tag, wo ich schon gesagt habe, Mist, dass ich das nicht gekriegt habe. Das ist das Comic zu den 3 Fragezeichen. Das ist ja mega geil. Ne, es ist tatsächlich aber nur ein Auszug aus Das Dorf der Teufel und nicht das komplette Heft. Von der Machart her, ja, muss man mögen, den Style. Ne? Es ist sehr reduziert und auch sehr blau. Aber das ist wahrscheinlich Absicht, so nach dem Motto, ne, alles in weiß, blau und rot, eben um diese 3 Fragezeichen-Optik irgendwie aufrechtzuerhalten oder so. Das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil hier seht ihr, ist das zum Beispiel auch alles in Rot. Wäre interessant, wenn die das dann auch so gemacht hätten, dass alles das Blau ist, was mit Justus zu tun, also was mit Bob zu tun hat, alles Rot, was mit Peter zu tun hat, alles Weiß, was mit Justus zu tun hat. Weil ich glaube, das sind die Farben in dieser Reihenfolge, Weiß für Justus, Rot für Peter und Blau für Bob. Der blaue Bob. Kann mich aber auch total irren, aber ich meine, das ist so. Ne? Das sind ja die 3. Na, und Recherchen und Archiv. Da muss man schon ein bisschen blau sein. Was hat er mir hier noch reingeschmissen? Er hat mir hier noch reingeschmissen. Marvel-Universum Figurenkollektion. The Amazing Spider-Man. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist auch ziemlich geil. Das ist ein Heft zu einer Sammelfigur. Ne? Von Marvel. Von Spider-Man. Ne, ihr seht schon, Ausgabe 2 wäre ein Iron Man. Ne, und Ausgabe 3 ist ein Deadpool. Sehr cool. Sehr cool, Deadpool. Aber, das habe ich hier schon gesehen, die Figur ist natürlich auch dabei. Das ist saugeil, die sind ziemlich cool. Ich lasse die eingepackt, weil, oh, die war schon mal ausgepackt, oder? Nee, das täuscht. Ich lasse die eingepackt, obwohl die ist ja nur in so Folie und dann, ach komm, wir reißen das jetzt auf. Die Folie kann man hier mal aufreißen. Das kann man mal aufreißen, dann kann man sich das ein bisschen besser angucken, ne? Weil das ist nämlich immer noch verpackt so. Ach komm, dann kann man sie auch ganz rausholen. Die ist ja nicht verklebt, doch ist sie doch. Aber den Kleber kann man aufmachen. Komm auf, geh auf. Och Manu, geh schon auf. Oh, nur Kleber, geh auf. Wenn ich jetzt ein Tutorial hätte, wie ich Kleber entfernen kann, das geht auch so. Dann könnt ihr übrigens sehen, bei Retrohelden, kleines Tutorial vom Collectors Couple, wie man Klebstoffe auf Spielen und so entfernt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, hier haben wir Spider-Man oder Spindelmannen, wie ich ihn auch gerne sehr nordisch nenne. Na, ich glaube, in Norwegen oder so heißt der Spindelmannen. Ist eine ziemlich coole, muss ich mal sagen, sehr detaillierte, gute Figur. Kann man nicht anders sagen, oder? Ich meine, die ist wirklich detailliert. Ne? Detail. Ich brauche mehr Details. Ne, also das kann man machen. Sag ich einfach mal so. Na, es ist der schmale, schlanke Spider-Man. Es ist der Spider-Man aus den Comics, ganz normal mit dem Kostüm aus den Comics, damals aus den 70er, 80er Jahren. Ich glaube, es sind so die 80er, wo er so aussah. Wobei in den 80ern war er schon ein bisschen muskulöser. Vielleicht ist es tatsächlich noch aus den 70ern. Ziemlich cool gemacht. Ne? Das ganze Spinnenmuster ist sehr gut gemacht. Sieht gut aus, die Figur. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir. Finde ich eine schöne Figur. Schön zum Hinstellen. Sehr geil. Dazu ist hier noch das Sammelbild drinne. Aber hier sieht man, wen es danach so gibt. Da wird es dann auch noch ein Thor geben und ein Wolverine. Na, und Oversize-Figuren gibt es da auch. Finde ich ganz interessant. Schaut mal, es gibt da den Hulkbuster, ne, den Hulk. Dann gibt es hier den Destroyer. Ne, und das hier ist Ronan, der Kollege hier, der Zerstörer. Den kennt ihr ja auch schon.
Ne? Über kurz oder lang wird es hier auch ziemlich coole Figuren geben. Wenn ihr hier mal guckt, da seht ihr, welche da alle kommen. Das ist schon nice. Also für Marvel-Fans ist das eine richtig geile Sache, diese Panini Collection. Ne? Der Green Goblin gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ne? Und ich finde den Iron Man nicht schlecht, der sieht ziemlich cool aus. Und von den Oversized natürlich so ein Hulkbuster. Das ist schon ganz geil. Die Oversized sind dann 15 cm groß, das lässt sich schon sehen. Ziemlich geil. Und jetzt kommen wir zu dem Ding hier. Und das ist... Da muss ich direkt grinsen. Das ist schon echt cool. Denn das... Ach, das ist schön. Hat er gesagt, willst du den haben? Ich so, ey, ja, das kannst du echt nicht bringen. Doch, ich schick dir den, kein Thema. Das weiß ich leider nicht. Niemand redet mit dir, Alexa. Ruhe. Ist mit der nicht in Ordnung. Sie weiß es leider nicht. Aber ich weiß es. Denn das ist Georgie. Hey, ja, Georgie. Möchtest du dein Boot wieder haben? Komm zu uns. Wir fliegen alle hier unten. Aber was ist dein Lieblingsding auf dem Jahrmarkt? Popcorn? Popcorn? Entschuldigung. Immer wenn ich was mit S zu tun habe, dann setzt hier irgendwas aus in eine Birne. Ne? Und dann bin ich in Pennywise-Modus. Ja, das Ding ist ziemlich geil. Das ist nämlich der Chase zu Georgie. Georgie! Ich muss den rausholen. Dann nützt alles nichts. Den müsst ihr gesehen haben. Ich hoffe, ich kriege den einigermaßen schadlos aus der Box entfernt. Ne? Ich habe letztens meinen Movie-Moment rausgeholt. Den habe ich komplett vernichtet. Das finde ich fantastisch, dass das Ding dabei ist. Das ist der Oberhammer. Also, wir haben den kleinen Georgie. George Denbro. Das ist lustig, seine Kapuze, der Kopf ist irgendwie hohl und die Kapuze ist, wenn man es gegen das Licht haltet, hell, total durchscheinend. Das finde ich lustig. Aber es ist der Georgie, wo der Arm schon ab ist. Ne? Ihr seht hier, ne? Arm ist ab. Ne? Und man sieht auch, ne? Das Gesicht ist schon ganz grau. Ne? Ziemlich cool und das ist der Oberhammer. Ja, das ist, der Arm ist noch mit dabei. Ach, das finde ich, ist eine schöne Art von Humor. Finde ich toll. Also, ne, Frank, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin mega begeistert. Das ist schon wieder super geil, das Paket. Ne? Hammer, hammer krass. Und über diesen Georgie freue ich mich ganz besonders dolle. Das ist nämlich für mich was ganz Tolles. Ihr wisst, ich bin großer Fan von Pennywise. Ne, sowohl von dem alten, auch von dem neuen. Und ich freue mich tierisch auf den zweiten Teil auch schon. Und ich sammle ja auch die Pops dazu. Wenn auch nicht alle. Ne? Also den Losers Club zum Beispiel habe ich mir nicht geholt. Das ist jetzt so, wo ich sage, nö, den brauchst du nicht unbedingt haben. Ich möchte halt gern nur den Georgie haben und die Beverly in der Chase-Variante auf jeden Fall. Das kommt mir ins Regal, das finde ich toll. Ne? Finde ich total super. Also der gefällt mir wirklich gut. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Großartig. Ja, Wahnsinn. Ich bin schon wieder mega platt. Das ist immer der Hammer. Fanpost. Ach, Fanpost, ganz toll. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön und ich freue mich da wirklich jedes Mal sehr drüber. Vielen lieben Dank, Frank. Das ist großartig von dir. Danke, danke, danke. Ne? Und gerade sowas hier, das ist echt nicht selbstverständlich. Ne? Also ich feiere euch dafür immer. Ne? Danke, danke, danke. Ne? Diesmal hast du auch wieder keinen Brief reingelegt. Ne? Das ist, aber hast du ja erst beim letzten Mal, glaube ich. Ne? Der lag dann wieder unten. Alles klar. Ja, ich habe nicht mehr zu erzählen. Ich bin, glaube ich, raus aus der Nummer. Ich werde jetzt gleich den Georgie im Regal verstauen und mich ihm ergötzen und mich freuen, dass ich ihn habe. Danke, danke, danke. Ne? Und wollte ich auch was sagen? Ne, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Für Frank, Daumen nach oben fürs Video. Ne? Lasst mir gerne Kommentare da, was ihr davon haltet. Ne? Und einfach beim nächsten Mal wieder anschalten. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.